Hallo, ich bin Ferhat Keskin, Physiotherapeut und habe mich auf die Therapie von Schwindel spezialisiert. In diesem Manöver wollte ich einmal das Zermo-Manöver demonstrieren. Das Zermo-Manöver ist sehr weit verbreitet im Internet. Es gibt sehr viele Videos, es gibt sehr viele Handouts, die man sich einfach runterladen kann. Und auch bei dem Zermo-Manöver wird es leider so getan, als könnte sich einfach jeder selbst behandeln. Wir zeigen euch bei dem Epley-Manöver, das Video könnt ihr euch auch ansehen, warum es sehr wichtig ist, dass der Therapeut zunächst erstmal die Augen sieht und erkennt, welche Seite überhaupt betroffen ist. Dann, wenn man weiß, welche Seite betroffen ist, dementsprechend kann man auch das Manöver durchführen, weil bei dem Zermo-Manöver dreht der Patient den Kopf zur nicht betroffenen Seite und legt sich auf die betroffene Seite. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, ob das Problem rechts oder links ist. Dann ist noch ein sehr wichtiger Grund, bei dem Zermo-Manöver braucht man tatsächlich sehr viel Schwung. Ich wollte einmal anhand des Modells zeigen, warum es sehr wichtig ist, bei dem Zermo-Manöver diese Bewegung sehr schwungvoll durchzuführen. Das ist das rechte Gleichgewichtsorgan. So liegt es in unserer Patientin. Und gleich wird die Patientin den Kopf nach links drehen, was sie auch schön macht. Und ihr seht die Steine hier. Die Steine, die da unten sind, die müssen wir hier hinkriegen zum Y. Da, ich nehme mal kurz die Hand weg. Da zum Y müssen die Steine hin. Und ich zeige euch einmal, was mit den Steinen passiert und warum die zweite Bewegung sehr schwungvoll sein muss. Bei der ersten Bewegung legt sich die Patientin auf die Seite. Ihr seht, die Steine, die sammeln sich unten an. Die Schwerkraft zieht alle Steine runter. Und jetzt ist einmal wichtig, wenn die Patientin die Bewegung langsam machen würde, das machen nämlich die meisten, die sich selbst behandeln, die haben Hemmung und Angst und machen alles viel langsamer und vorsichtiger. Das heißt, wenn man es langsam macht, dann seht ihr, ich drehe mich jetzt langsam, ich kippe einmal langsam mein Gleichgewichtsorgan, ich kippe es langsam. Ihr seht, die Steine fallen zurück. Das ist nicht der Ausgang, den ich will, sondern ich will die Steine zum Y bringen. Das heißt, wie gesagt, wir machen es nochmal. Der Patient legt sich auf die Seite. Wir warten eine Minute, bis sich wirklich alle Steine unten angesammelt haben. Und jetzt zeige ich euch einmal, warum die zweite Bewegung sehr schwungvoll sein muss. Also jetzt mit sehr viel Schwung. Die Steine sind unten. So. Ihr habt gesehen, wie ein Eimer voller Wasser. Ich überbrücke quasi die Schwerkraft schnell und die Steine fallen dorthin, wo ich sie auch haben will, nämlich zum Y. Und deswegen ist wichtig, dass man den zweiten Schritt vom Zermo sehr schnell macht. Ich werde das Ganze einmal mit der Probandin demonstrieren. Und ich lege einmal kurz mein Modell weg. Die Patientin dreht den Kopf zur nicht betroffenen Seite und legt sich auf die betroffene Seite. Sie legt sich auf die rechte Seite, rechts ist betroffen. Und genau, die erste Bewegung muss nicht so schnell sein, einfach hinlegen. So. Wir warten eine Minute, bis erstmal der Nystagmus aufhört, die Augenbewegung, dann bis der Schwindel aufhört. Die Augenbewegung ist die gleiche wie bei dem Epley-Manöver. Guckt euch unbedingt unser Video über das Epley-Manöver an. Da haben wir sehr schön eingeblendet, wie die Augen sich bewegen. Wir behandeln die rechte Seite, das heißt, es ist zu erwarten, dass die Augen nach oben schlagen und sich nach rechts drehen. Jetzt zeige ich euch einmal das Manöver von diesem Schritt an. Ich lege einmal meine Hand unter den Hinterkopf, mit der anderen Hand beschütze ich die Nase der Patientin. Es klingt jetzt komisch, Nase beschützen, aber es ist eine sehr schwungvolle Bewegung und die Patientin landet tatsächlich mit ihrem Gesicht auf der Bank. Und damit sie nicht Angst hat, dass sie sich verletzen könnte, beschütze ich hier einfach Gesicht und Nase. Sie hält sich an mir fest, benutzt mich als Hebel. Ganz wichtig als Therapeut muss ich hier vor den Beinen stehen. Wenn ich hier stehen würde, würde ich einfach über die Beine stolpern. Und nochmal, ich heb dich leicht an und dann ziehst du dich auf die andere Seite. Ja, also ich zähle bis drei, heb dich leicht an, du ziehst dich rüber. Eins, zwei und los. Weil es mit der Zeit unangenehm für den Therapeuten wird, sage ich häufig, sie können mich kurz loslassen. Lassen mich kurz los, damit ich dann hier an das Kopfende kommen kann. Ist für mich eine rückenfreundlichere Haltung natürlich jetzt. Und wie gesagt, auch hier kann ich immer noch die Patientin halten. Sie hat die Angst, dass sie runterfallen könnte. Und indem ich hier auch wieder Sicherheit und Stabilität gebe, muss sie sich keine Sorgen machen. Ja.
Und dann warte ich eine Minute lang. In dieser einen Minute werden alle Steine da gelandet sein, wo ich sie haben will. Und dann setze ich wieder die Patientin hin, hält den Kopf so, bis sie sitzt und richtet dann deine Haare ordentlich mal, genau. Ich empfehle immer das Epley-Manöver. Guckt euch bitte das Video vom Epley-Manöver an. Es ist viel langsamer, viel kontrollierter. Dieses Manöver ist nicht so kundenfreundlich. Aber mit dem Epley-Manöver, ich würde sagen, 90% der Fälle reicht das Epley-Manöver. Es gibt immer wieder hartnäckige Fälle, wo wir das Zermon-Manöver durchführen müssen. Und, aber wenn wir es durchführen, dann wie gesagt mit einem Therapeuten. Wenn ihr Lagerungsschwindel habt, geht auf unsere Internetseite www.ivrt.de. Dort auf der Therapeutensuche findet ihr alle Therapeuten, die von unserem Institut ausgebildet und zertifiziert wurden. Auf der gleichen Seite steht, was auf der Verordnung stehen muss, damit die Therapie von den gesetzlichen und privaten Kassen bezahlt wird. Holt euch eine Verordnung, geht zu einem kompetenten Kollegen und in diesem Sinne gibt es keinen Grund, sich selbst zu behandeln.